Hallo und willkommen zu einem neuen Showcase-Video hier aus dem Phantasis Studio. Ich möchte euch heute dieses Modell von Lord Kroak für die Seraphon von Warhammer Age of Sigmar zeigen. Das wurde von unserem Künstler Raphael bemalt auf unserem Level 5 Ultra Level. Ultra Level, was heißt das? Level 5, ja, die Qualitätsstufen, die wir da so haben, sind ja eh generell mal so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Das ist einfach etwas, was sich selbst über die Jahre hier so ein bisschen ja entwickelt hat. Und mit Level 5, das ist so ein bisschen die nach oben hin offene Kategorie. Das heißt, da geht theoretisch immer noch mal ein bisschen mehr. Aber hier sind wir schon bei einem Zeitaufwand, der ungefähr von, ich sag mal, 40 Arbeitsstunden entspricht. Also 40 Stunden sind in die Bemalung dieses Modells hineingeflossen, noch ein bisschen was den Zusammenbau angeht. Aber ja, kommen wir erstmal zu dem Modell an sich. 90 Euro verlangt Games Workshop dafür, 56 Teile, zwei Kopfvarianten und das Ganze steht auf einer 80 mm Base. Ich stelle mal gerade den Stormcast daneben, damit ihr mal so ein Größenverhältnis bekommt, wie das Modell ja größenmäßig so einzuordnen ist. Ich finde, er wirkt auf den Bildern ein Stück weit größer, als er eigentlich ist. Wirkt einfach immer ein bisschen massiger, aber das haben die Games Workshop Bilder so an sich. Das sind immer sehr nahe Aufnahmen und dadurch ja, sieht es alles natürlich entsprechend gewaltiger aus. Ja, Lord Kroak, der älteste Slan der Seraphon, und wir gucken uns das Modell jetzt mal aus der Nähe an. Die Kopfvariante, die sich der Kunde gewünscht hat, war die mit der Maske. Natürlich, die sieht auch ein Stück weit cooler aus. Und ja, schaut euch einfach mal den Thron an. Also wir reden hier mit Level 5 Ultra Level, reden wir hier schon von einer sehr, sehr hochwertigen Bemalqualität, sehr detaillierte Bemalqualität. Wie gesagt, um die 40 Stunden sind da reingeflossen. Das heißt, ja, eigentlich ein Künstler hier im Studio, der Raphael in dem Fall, hat eine ganze Woche jeden Tag nichts anderes gemacht, als an diesem Modell zu arbeiten. Nur, dass man da eben mal so ein bisschen eine zeitliche Vorstellung hat, was das so bedeutet. Wenn ihr mal ja als Berufstätige selbst so an eure Arbeitswochen denkt, was ihr so in einer Woche macht, wenn ihr eine Woche an einem Projekt arbeitet, dann habt ihr wahrscheinlich so ungefähr eine Vorstellung, was das für ein Aufwand ist. Ja, das Modell hier, viele, viele schöne Details, vor allem was den Thron hier angeht, dieses Gesicht ist klasse, diese ganzen kleinen Opfergaben, die Schlangen, die sich da winden, vor allem die Schlangen in den ganzen verschiedenen Farben, echt schick. Der Thron selbst hat wahnsinnig viele schöne kleine Details hier drumherum, dieser Schlangenkopf, alles in verschiedenen Leuchteffekten, die Stäbe zu den Steinen, die hier herumschweben, sage ich auch noch gleich was. Schönes zusätzliches kleines Detail ist dieser, was ist es denn? Ein Wächter, der da an seiner Seite ist. Der Bursche hier. Da hatte der Kunde ja den Wunsch, dass wir den in einer etwas anderen Farbe bemalen. Der hat normalerweise in der GW-Vorlage hat das Modell eine andere Hautfarbe meines Wissens. Aber so sieht es natürlich auch sehr, sehr, sehr cool aus. Ja, die ganzen Blätter, die Wurzeln, die da so an dem Thron entlang sich winden. Das sieht ja eh so aus, als ob das Ding ja unter normalen Umständen vielleicht, ich versuche es gerade mal darzustellen, indem ich ihn mal ein wenig kippe. Genau. Ihr seht hier unten diese Wurzeln, die hier so raushängen. Also die Vorstellung, dass dieser Thron wahrscheinlich die meiste Zeit über ja irgendwo auf der Erde liegt, sitzt, da irgendwie im Erdreich eingegraben ist und sich dann auf ja Geheiß des Lords schwebend durch die Luft erhebt und vorwärts bewegt. Deswegen das ganze Wurzelwerk, was da dran hängt. Das ist schön, wenn so ein Diorama-Modell auch so ein bisschen eine kleine Hintergrundgeschichte erzählt. Dann kann gerade bei diesen großen Diorama-Modellen von GW, kann man eigentlich immer sehr schön so ein bisschen auch auf Entdeckungsreise gehen, was sich da alles so befindet. Gerade hier unten am Base, ich hebe das Modell dafür mal kurz an. Hier zum Beispiel dieser Stormcast-Helm, der da versteckt ist, der da irgendwie so als Opfergabe ebenfalls da mal irgendwie hineingelegt wurde. Das sind so Kleinigkeiten, die fallen einem wirklich dann erst so nach einiger Zeit mit der Betrachtung auf. Und ja, mal abgesehen davon, es ist ein Level 5 Modell, das heißt, da werden solche Details natürlich bei der Bemalung nochmal extra extremst hervorgehoben. Drehen wir mal den ganzen Burschen, um nochmal die Rückseite zu zeigen. Ja, diese, ja,
dieses Leuchten hier hinten ist genial. Gell? Das rechnet man nicht damit, dass da auch nochmal ein Detail vergraben ist. Aber ja, es ist super gigantisch, es ist schön. Auch diese ganzen, ja, ich sag's mal, Intarsien, die hier noch alle sich befinden aus Gold. Sehr, sehr, sehr coole Details. Ja, und dann haben wir natürlich hier noch diese steinernen Wirbel um ihn herum, teilweise zerbrochen, teilweise schweben die ja auch so zerbrochen in der Luft. Das ist natürlich ein sehr schöner, cooler Effekt, wenn man sich das vorstellt, wie dieses ganze Gewirr aus leuchtenden Felsen um ihn herum vielleicht so eine Art undurchdringlichen Schild ergibt. Das ist sehr, sehr schön so, sich das einfach vorzustellen. Und ansonsten, ich versuche es mal gerade, indem ich die Kamera ein wenig anhebe. Vorsicht, jetzt bewegen wir uns hier oben. Das Zeichen ist natürlich auch ziemlich cool. Der Farbverlauf, der haut mich echt um, den der Raphael da gemacht hat. Das ist ein richtig, richtig schickes Detail. Und allein die ganzen Runen in diesem Kreis in der Mitte, die sehen alle unterschiedlich aus. Die sind alle verschiedenst modelliert. Also auch da wieder Details ohne Ende. Ja, und so ergibt sich natürlich dann halt entsprechend der Zeitaufwand. Raphael hat da auch noch ein sehr, sehr schönes Base gemacht, wenn man mal hier so guckt. Da hat er so entsprechend Dschungelpflanzen und alles angebracht. Große Blätter, kleine Blätter, damit es entsprechend Abwechslung in das Ganze gibt. Und ja, passt gut zusammen in das gesamte Modell. Ja, wenn ihr euch noch ein paar weitere Bilder von diesem Modell ansehen möchtet, Level 5 Modelle, die kann man sich ruhig mal ein bisschen ausführlicher ansehen gerne. Wie immer findet ihr auf unserer Webseite www.phantasis-studio.de findet ihr den Zugang zu unserer Flickr-Bildergalerie, beziehungsweise die Bilder, die findet ihr auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen. Da könnt ihr euch auch noch mal, ja, im Detail die Bilder zu diesem Modell ansehen. Und wenn ihr Interesse habt, dass wir auch so ein Bemalprojekt oder ein anderes in der Art für euch verwirklichen, dann könnt ihr uns ja auch wie immer auf unserer Webseite www.phantasis-studio.de kontaktieren. Und ja, da könnt ihr uns per E-Mail oder auch per Telefon erreichen und dann könnt ihr mit uns gemeinsam über euer Wunsch bzw. euer Traumprojekt sprechen. Und wem das noch nicht genug ist, der hat noch die allerletzte Möglichkeit, uns auch auf unserer Patreon-Seite zu unterstützen. Da gibt es auch verschiedene Unterstützerlevel, verschiedene Benefits, mit denen ihr weitere Einblicke in unser Studio und in unsere Arbeiten an sich bekommt. Und ja, wenn es euch das wert erscheint, dann würden wir uns hier im Studio sehr, sehr darüber freuen. Das hält den Betrieb ein Stück weit hier auch aufrecht. Okay, das Modell werde ich dann jetzt mal demnächst verpacken und verschicken. Kleiner Tipp, kleiner Hinweis, es gibt von verschiedenen, ja, Herstellern, in dem Fall haben wir uns jetzt für Feldherr entschieden, gibt es von verschiedenen Herstellern, ja, maßgeschneiderte, passgenaue Schaumstoffeinlagen für solche großen Modelle. Kauft es euch, das ist es euch wert. Das sind dann halt vielleicht nochmal 10, 20, 30 Euro extra, die da anfallen, um ja, diese Schaumstoffeinlage zu haben. Aber es ist es wirklich wert, was den Transport angeht. Wir haben hier im Studio schon sehr oft sehr, ja, umfangreiche, ausladende Modelle verschickt. Und da gab es schon hier und da die ein oder andere Beschädigung, wenn da nicht die maßgeschneiderte Schaumstoffeinlage da war. Ich meine, klar, 100% Sicherheit hat man bei solchen Sachen natürlich nie. Das ist nun mal einfach das Problem beim Versandweg. Aber es lohnt sich einfach generell, gerade bei so hochwertig bemalten Modellen, bei so filigranen Modellen aus so vielen Teilen, da ja, lohnt sich es einfach, noch die paar Euro extra auszugeben, um eine gescheite, ja, sichere Transportlösung zu haben. Eine Sache noch, die mir gerade einfällt, wie gesagt, 90 Euro das gute Teil bei Games Workshop. Ja, so vom Bemalaspekt her, klar, ist es das mit Sicherheit wert und vom Designaspekt her. Insgesamt aber finde ich es dann doch im Vergleich zu anderen Modellen in einer ähnlichen Preisklasse oder Größenordnung, ja, finde ich, kommt der Lord Croak ein bisschen schlechter weg. Eventuell hätten da auch ein etwas günstigerer Preis gut getan. 78 Euro oder 80 Euro. Ich finde, die 90 Euro ist einfach ein bisschen happig. Aber gut, bei Games Workshop bezahlt man nun mal auch für den Namen des jeweiligen Charakters. Das kostet einfach nochmal ein bisschen was extra. Und das ist nun mal Lord Croak. Das heißt, da zahlt man quasi auch noch, ja, einfach dafür, dass es halt ein seltenes Modell ist und nicht irgendein, ja, Rank-and-File-Dämon. Gut, das war's für dieses Video. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.